Jo Leute, was geht? Ich bin's Kevin, damit ein herzliches Willkommen zu meinem ersten Stadionflug-Video auf dem Kanal, Leute. Und ja Leute, lasst gerne ein Abo da, Like aktiviert gerne die Glocke, dass ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ja, heute gehe ich eine Europa League Qualifikation schauen. Und zwar der FC Zürich gegen Linfield aus Nordirland, glaube ich. Genau, das Hinspiel ging mit 2:0 aus und heute ist es ein Rückspiel. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und was soll ich noch sagen, um 19 Uhr geht es los. Ich gehe jetzt schon mal los zum Stadion und ja, ich kaufe die Tickets dort beim Eingang. Und ja, ich würde mal sagen, wir sind dann dort. Also ich würde mal sagen, bis später. So, ich bin jetzt hier vor dem Eingang vom Stadion Letzigrund. Genau, da kann man gerade die Tickets bestellen. Und ja, in eineinhalb Stunden etwa machen sie die Kasse auf. Wenn man die Tickets bestellen kann, man kann sie auch per online. Aber das also. Besser an der Kasse Tickets zu kaufen, ist eigentlich besser. Ich hoffe, es ist nicht so viel ausverkauft, aber ich denke mal nicht. Und ja, genau. Auf jeden Fall, Leute. Das Ding ist halt, es kann nicht ausverkauft sein, weil es sind gerade Sport, also Sommerferien und viele sind noch in den Ferien, darum wird es nicht so ausverkauft heute sein, doch schon ein bisschen mehr Zuschauer sein, aber wir werden es mal sehen. Genau. Und so weiter. Also Leute, ich wollte mal sagen, ich melde mich dann später. So Leute, neues Update und zwar geht die Kasse in etwa 30 Minuten auf. Oder etwa so. Ja. 30 Minuten etwa so. Genau. Mal schauen, wie das so wird. Ich bin heute gespannt, wie sie es heute machen werden. Kennen Gegner. Sind schwache Gegner. Aber man darf den Gegner auf jeden Fall nicht unterschätzen. Genau. So, hier ist die Rennung. Hier ist der Schaden letzte Rund. Es gibt verschiedene Eingänge. Sektor A bis D gibt's. Genau. Auf jeden Fall geht die Kasse in eineinhalb Stunden auf, also in 30 Minuten. Genau. Also Leute, ich würde mal sagen. So Leute, ich bin jetzt im Stadion drin. Da 14 Franken. Also in einer Stunde fängt das Spiel an. Genau, also bis später. Also Leute, ich bin jetzt hier beim Sektor C. Genau, ich wollte eigentlich Sektor A und so weiter. Das hat 60 Franken gekostet und beim Sektor A, Sektor C meine ich, habe ich 10 Franken bezahlt. Hier hat man halt wirklich einen gerne Ausblick, man ist halt über der Mitte. Da vorne ist zwar die Zürcher Südkurve. Und auf der anderen Seite ist die Haupttribüne, also ich bin sozusagen auf der Gegentribüne. Kann ich was sagen. Genau. Also, wenn eine Stunde fängt das Spiel an. Ein paar Spieler wärmen sich schon fast auf, nicht alle. Fast alle. Der erste Sektor, dort sitzen die anderen Fans, also unsere Gegner. FC Linfield, das nennen die Fans von Linfield dort, genau. Und ja, Leute, ich würde mal sagen,
Lass uns dann später wieder. Thank you.
Erneut, du bist Spieler mit der Nummer 18, Donis Ostjan. Neun Spielschutz, FC Zürich 2, linke Leipzig 0. So Leute, das Spiel ist vorbei. Der FCZ hat 13-0 gewonnen gegen Linfield FC. Gesamtergebnis 5-0. Sie haben sich jetzt für eine weitere Runde qualifiziert. Genau. Gehe ich zur Traumhaltestelle. Dann fahre ich nach Hause. Ich hoffe, euch hat mein erstes Stadion-Flug-Video gefallen. Also lasst gerne ein Abo da. Like, aktiviert gerne die Glocke, Leute. Ich bin auf jeden Fall leid, dass ich die zwei Tore noch nicht aufgenommen habe. War zu spät. Und ja, aber stabile Leistung für die. Und ja, am Sonntag um 14.15 Uhr spielen sie gegen Aufsteiger Winterthur. Auf der Schützenwiese, also in Winterthur. Da hoffe ich, dass sie den ersten Saisonsieg holen, weil sie sind in der Liga, Super League, 10. Platz, haben noch keine, sind noch torlos, kein Tor erzielt. Aber ja, heute haben sie gut reagiert. Eine Chance für Linfield, dank unserem unseren Torhüter haben wir zu 0 gespielt gegen die. Sie hat auch eine Ehrentreffer fangen können für sie. Aber unser Torhüter hat eine Glanzparade gemacht. So weiter. Und ja Leute, ich würde mal sagen, wir sind so beim nächsten Mal und ja, mal schauen, wann der nächste Schattenflug kommt. Und ja, ich würde mal sagen, wir sind so beim nächsten Mal und macht dann noch einen schönen Abend, Leute, und wir sind so beim nächsten Mal und ja, ciao Leute.